Ja, hallo. Hallo, liebe Leute. Unten hört ihr jetzt noch ein bisschen Getrommele. Da ist so ein Konzert. Ich bin hier auf dem Balkon und wir machen jetzt die Aufnahme. Schauen, ob der Propeller hier wirklich hält, auch bei höheren Drehzahlen. So, ich starte mal gerade die Engine hier. Den Sender habe ich gerade angemacht. Jetzt kommt noch der Empfänger dazu. Hier, das ist ein Mist hier. So, mal gucken, wie wir das besser hinkriegen. So. Ich habe halt mehrere Kameras an. Aber das ist alles gar nicht so einfach von der Positionierung. Und die Sonne scheint. Ich kann also auch auf den Displays der Handys, die ich hier nutze, gar nicht richtig schauen. Gucken, was wir davon verwenden können. So, der Empfänger ist an. Wir können also jetzt hier den kleinen Motor laufen lassen. Und dann schauen wir mal. Der Drehzahlmesser überhaupt was nicht. Drehzahlmesser ist leider nicht so einfach. Wahrscheinlich wegen der Sonne. Da müssen wir auf den verzichten. Es geht sehr hoch, das könnt ihr mir glauben. Schauen wir mal, ob die Kamera läuft. Jo, Kamera läuft. Also. Okay, das. Man merkt schon mal, es ist viel dahinter. Schauen wir mal, ob das Ding noch drin ist. Und die Sonne macht echt hier. Macht es nicht leicht, aber wir haben den noch sichtbar. Machen wir noch mal einen Test. Ich würde mal sagen, wir unterbrechen den Drehtest hier. Man merkt schon, das wären schon Drehzahlen von 20.000 Umdrehungen oder etwas Ähnliches gewesen sein. Und dann schauen wir mal, was wir ein Video daraus machen. Okay, das zum Thema Drehtest. Und dann mal schauen, was das als Video gibt. Wenn euch solche Videos interessieren, lasst gerne ein Abonnement da, klicke auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.